Mein Name ist Jörg Huter. Ich betreibe seit 1998 mit meinem Bruder zusammen hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Karosseriebau- und Lackiererei mit Mechanikarbeiten. Also in der Nacht vom 14. auf 15. Juli war ja das Hochwasser und am 15. Juli morgens kam ich hier rein und es hat hier 1,70 Meter hoch gestanden, so groß wie ich jetzt bin. Und hier war alles kreuz und quer und durcheinander und ganz viel Matsch. Wir hatten ganz viele Leute, die uns unterstützt haben in Sachen Aufräumen und wir haben halt direkt losgelegt und das ist draus geworden. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin stolz, dass wir wieder so weit sind. Es muss ja weitergehen, die Arbeitsplätze müssen gesichert werden, man hat Verantwortung für Mitarbeiter und es soll ja auch weitergehen.